Hallo und herzlich willkommen zu School Talks hier aus der Ernst-Reuter-Oberschule in Berlin-Wedding. Heute haben wir einen extrem interessanten Gast. Er ist 28 Jahre alt, hat wahnsinnig viel studiert. Politik, BWL, Philosophie und ist Mitherausgeber eines bekannten Online-Magazins und es heißt Migazin und beschäftigt sich mit den Themen Migration und Integration. Er wird uns aber jetzt dazu mehr verraten. Ein Riesenapplaus für Hakan Demir! Hakan. Genau. Hakan darf jetzt hier an der Tafel ein Zitat, einen Spruch notieren. Es wird lang. So, Ausrufezeichen, und das ist von dem Philosophen Seneca. Ich lese es vielleicht kurz vor. Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Das ist halt so mein Zitat und spricht auch eigentlich für mich. Ich habe dieses Zitat mit 16 Mal gehört und da war das Abitur für mich noch sehr weit entfernt. Und ich habe auch überlegt, ob ich jetzt nur noch Fachabi mache oder eine Berufsausbildung, aber ich habe mich dann doch getraut, das Abi zu machen. Und wenn man sich das zutraut, schafft man es eigentlich auch immer. Also dieses Zitat hat mir dabei geholfen auf jeden Fall. Okay. Ja, danke Hakan. Also schön, dass du da bist, Hakan. Vielen Dank, dass du gekommen bist hier nach Berlin. Wo kommst du her aus Berlin? Ich komme aus Neukölln sogar. Ah, okay. Bin aber in Krefeld aufgewachsen, also in NRW, Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Duisburg, Düsseldorf, Oberhausen. Das sagt ja vielen was. Genau. Okay. Und deine Schulzeit, wenn du dich so zurückerinnerst, gab es viele Probleme? Bist du, welche Abstammung bist du? Türkeistämmig. Okay. Und gab es da Probleme in der Schule? Bist du Problemen begegnet? Wie hast du sie gelöst? Ja, also Probleme. Ich war auf dem Gymnasium, bin allerdings in der 7. Klasse sitzen geblieben. Was jetzt natürlich das Schlimmste war für einen, der dann 12 Jahre alt ist, 13 Jahre alt ist. Und zwar auch in den Fächern Deutsch und ich glaube Erdkunde hatte ich eine 5 und deshalb bin ich durchgefallen. Und das freut mich natürlich im Nachhinein mehr, weil ich ja jetzt mit der deutschen Sprache sehr viel zu tun habe. Als Online-Journalist schreibe ich viel und habe das quasi gemeistert. Also es war für mich ein Rückschlag erstmal als junger Mann, aber ich habe auch, glaube ich, an dem Tag fast die ganze Nacht durchgeweint, wenn man es mal so sagen will. Aber danach habe ich mich noch mehr angestrengt. Jetzt zurück zu deiner jetzigen Tätigkeit. Du bist ja Journalist und Mitherausgeber des Online-Magazins Migazin. Das könnt ihr euch übrigens, wenn ihr ins Internet geht, dann anstatt ihr auf Facebook geht, gebt ihr mal in Google-Browser Migazin und dann kommt ihr auf diese Seite. Und sag mir mal, arbeitest du von zu Hause, hast du ein Büro, gehst du dahin? Wie sieht dein Alltag aus? Also normalerweise unser Büro ist in Köln. Ich lebe jetzt hier in Berlin, bin erstmal zugezogen, pendle ab und zu zwischen Köln und Berlin. Habe hier in Berlin ein Homeoffice erstmal. Also da schreibe ich meine Artikel, bin aber in letzter Zeit sehr unterwegs. Ich werde auch hier und da als quasi Experte eingeladen. Letztens durfte ich bei der Deutschen Gesellschaft über das Thema Türkei referieren, über die Gezi-Proteste. Also bin halt auch immer unterwegs, bin jetzt nicht nur zu Hause und schreibe Artikel, sondern treffe mich sehr viel mit anderen Leuten, die mit dem Migazin eine Kooperation haben wollen oder mit uns zusammenarbeiten wollen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, in welchen Fächern musst du gut sein für den Job? Also wenn man natürlich in Deutschland Journalist werden will, muss man in Deutsch sehr gut sein. Okay. Also man muss jetzt nicht unbedingt im Abi eine 1 haben, aber man kann auch sehr viele Sachen lernen und das funktioniert meistens auch. Wenn man mal einen Artikel geschrieben hat, dann gucke ich zum Beispiel meistens bei unseren jungen Journalisten mal drüber und sage ihnen, ja, mach die Sätze mal ein bisschen kürzer und dann klappt das eigentlich auch. Aber so ein Grundgefühl für die deutsche Sprache muss man haben. Ja. Was wolltest du früher werden eigentlich? Achso, ich habe über 15, 16 Jahre Fußball gespielt. Okay. Wollte natürlich auch Fußballprofi werden. Hat aber nicht geklappt, weil ich schlecht war, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Hat einfach nicht funktioniert, war mein Traum erstmal. Habe auch dreimal pro Woche trainiert. Mein Papa hat immer gesagt, weg von der Straße kommen. Und deshalb hat er mich da auch immer unterstützt. Und als du irgendwann gemerkt hast, dass es mit der Profifußballkarriere nicht so klappt,
Ja. Warst du enttäuscht? War das für dich ein Niederschlag? Oder wie bist du damit umgegangen? Also das war eigentlich nicht so schlimm, weil ich dann gesehen habe, dass meine Schulleistungen besser wurden. Also so parallel dazu habe ich gesehen, dass ich in den im Bereich Sozialwissenschaften besser wurde, in Deutsch besser wurde. Das hat mir dann halt auch, also ich habe mich dann quasi verlagert dann auf diesen anderen Bereich und konnte danach auch wahrscheinlich ein halbwegs gutes Abitur machen und auch studieren. Okay. Und ansonsten gehst du auch gerne Kaffee trinken, ne? Also das Schöne ist ja, ich bin ja freiberuflicher Journalist, also ich muss gar nicht im Büro rumhocken den ganzen Tag, sondern kann, wenn es schönes Wetter gibt, einfach rausgehen mit meinem Laptop, irgendwie mich irgendwo hinsetzen in einen Café, einen Cappuccino trinken oder sonst was und kann Artikel schreiben. Also das ist so eine Freiheit, die nicht jeder hat, ne? Aber da hat man es schon. Ja. Kennt jemand das Magazin überhaupt? Migazin? Nicht? Nee. Das ist ein Fachmagazin für Integration und Migration und wir haben über 100.000 Leser pro Monat. Also meistens geht es halt wirklich um die Themen, auch zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise. Oder wir sind auch sehr kritisch, zum Beispiel werdet ihr dieses Problem auch haben, hatte ich auch im Übrigen. Es ist jetzt statistisch so, dass wenn jemand Leila oder Hakan heißt, 8-mal mehr Bewerbungen schreiben muss als jemand, der Philipp oder Stefan heißt. Ne? Aber bei gleicher Leistung. Also die Leila kann eine 2 haben, Durchschnittsnote, und sagen wir mal Philipp auch eine 2, aber der Philipp würde viel eher aufgenommen werden. Und das ist eine Statistik der Bundesregierung. Du hast noch gar nichts darüber erzählt, dass du auch politisch engagiert bist. Ach so, ja. Und was ist daran spannend und was machst du in der Politik? Also ich bin auch in diesem Bereich Integration und Migration tätig, bin, ja, soll ich die Partei sogar nennen, bin bei der SPD in Neukölln aktiv, ich bin der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in Neukölln, bin auch im Landesvorstand Migration und Vielfalt und versuche da aktiv wirklich Politik zu machen, die auch das Ziel hat, wirklich eine chancengerechte, vielfältige Gesellschaft zu schaffen. Und das ist wichtig. Oder ich engagiere mich auch bei Deutsch Plus und bei anderen Vereinen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp von mir an euch vielleicht. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch ehrenamtlich in einigen Vereinen engagiert, weil so lernt ihr Leute kennen und die könnten euch auch zum Beispiel in Zukunft auch helfen, vielleicht leichter einen Job zu finden. Welche Tipps könntest du geben Schülern, die sogar nicht schreiben können oder die Interesse haben, in den Journalismus zu gehen, in die Medien? Ja. Was müssen die machen, wenn sie das schaffen? Wie fängt man an? Also wenn man ganz von Anfang an anfangen möchte, würde ich sagen, man sollte erstmal hier und da mal ein Buch gelesen haben, also vielleicht mal und Spaß dran gehabt haben. Ne, man muss die Sprache erstmal beherrschen. Und dann der zweite Schritt wäre, ihr könnt wahrscheinlich überall mal ein Praktikum machen. Hier in Berlin beispielsweise, bei der Taz oder bei der Berliner Zeitung und so weiter. Das ist, glaube ich, schon möglich, dass man da einfach mal reinguckt. Es ist nicht für jedermann, ne? Aber wenn man gewisse Sprachfähigkeiten hat, ist es durchaus möglich. Und wir brauchen auch momentan, also jeder Fünfte hat ja einen Migrationshintergrund in Deutschland. Aber in den Medien ist es so, dass nur 3% der Journalisten einen Migrationshintergrund haben. Und das ist halt schon ein Problem, weil in den Medien werden einige Sachen dann halt anders dargestellt, ja, wenn halt nur 3% Menschen mit Migrationshintergrund da sind. Wir hatten ja den Fall, vielleicht ist das jetzt ein bisschen politisch, aber zum Beispiel würde das Migazin, weil wir halt sensibel sind, wir haben auch deutsche Journalisten, also ohne Migrationshintergrund, wir hätten zum Beispiel nie geschrieben Dönermorde. So ein Begriff würde bei uns nicht auftauchen. Und ich glaube, wenn einige von euch, auch jetzt mit Migrationshintergrund oder ohne, wenn ihr auch anfangen würdet zu schreiben in den Medien, würden wir vielleicht, vielleicht eine wahrheitsgemäßere Darstellung der Wirklichkeit hier in Deutschland haben. Ja, also ihr solltet euch auf jeden Fall trauen, wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, oh, eigentlich ist es ein echt interessanter Job, klingt super interessant, kommt hier nach vorne und sprecht mit Hakan und schreibt, fangt an zu schreiben. Das ist echt toll, das ist ein schönes, befreiendes Gefühl. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Hakan. Ich danke euch, dass ich hier bin. Wo ist der Applaus? Hakan. Danke schön.
Das war School Talks aus der Ernst-Reuter-Oberschule hier in Berlin-Wedding. Hakan Demir war hier zu Gast bei uns. Wir freuen uns, dass er hier war. Klickt fleißig weiter hier durch unsere Videos auf schooltalks.de und bis bald. Tschüss.